Ja, schönen guten Abend nochmal von meiner Seite. Herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich sage jetzt nichts mehr zu dem Konflikt vorher. Wie gesagt, ich bin auch nicht angestellt bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich würde mich jetzt ganz gerne direkt dem Thema von heute Abend zuwenden. Meine Kollegin hat ja gesagt, es gibt auf der Seite von der Böll-Stiftung noch einiges an Informationen und auch sicherlich die Möglichkeit, darüber nochmal an anderer Stelle zu diskutieren. Wie gesagt, es freut mich, dass Sie gekommen sind. Wir haben uns heute Abend ein Thema vorgenommen, das von der Wirtschafts- und Finanzkrise stark angefeuert worden ist, das aber auch über die Krisenbearbeitung hinaus deutlich Relevanz hat, nämlich die Frage der Rückkehr der Industrie und damit verbunden der Industriepolitik nach Europa. Eine wichtige Lehre der vergangenen Jahre war ja, dass die Länder am besten durch die Krise gekommen sind, die einen hohen Industrieanteil haben, allen voran natürlich Deutschland. Und dementsprechend scheint es ratsam für den Rest Europas, sich auch wieder stärker der Industrie zuzuwenden. Auch, und auch da wird natürlich wieder Deutschland angeführt, um den Export anzukurbeln. Eine wichtige Wegmarke in dieser Debatte hat die Europäische Kommission gesetzt. Sie möchte bis zum Jahr 2020 den Anteil der Industrie an der Wertschöpfung in Europa von derzeit rund 15% auf 20% anheben. Und sie fordert die Mitgliedstaaten zu einer Art industriepolitischen Mainstreaming auf. Also alle Politikbereiche, alle Maßnahmen sollen in Zukunft daraufhin überprüft werden, ob sie industriepolitischen Zielen auch dienen oder ob sie denen im Weg stehen könnten. Wir wollen deshalb heute zum einen fragen, was in der Diskussion um die Renaissance der Industrie auf sich hat, ob das nur eine kurzfristige Mode ist, halt der jetzigen Krisensituation geschuldet, oder ob, wie neben der Kommission auch einige andere betonen, die Rückkehr der Industrie einen wichtigen Anteil leisten kann, um die Krise in ganz Europa zu überwinden und auch um langfristig eine wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft zu garantieren. Und aus grüner Sicht interessiert uns natürlich vor allem, ob diese Renaissance der Industrie auch einhergehen kann und einhergehen wird mit einer stärker ökologischen Ausrichtung der Industrie. So dieser ganz große Antagonismus zwischen Industrie auf der einen Seite und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite, der scheint ja überwunden vor dem Hintergrund der Annahme, dass ohnehin global gesehen die Industrieproduktion in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch einmal deutlich zunehmen wird, scheint es ratsam, dass Europa einen möglichst großen Beitrag dazu leistet, diese Industrieproduktion nachhaltiger zu gestalten. Umgekehrt setzt sich auch immer mehr das Argument durch, dass das Innovationspotenzial der Industrie und das Effizienzpotenzial der Industrie sowieso unabdingbar dafür ist, um die Wirtschaft ökologisch umzubauen. Was uns also heute Abend vor allem interessiert und worüber wir vor allem diskutieren wollen, ist die Frage, ob Industriepolitik also auch ein Schlüssel sein kann für den ökologischen Umbau der Wirtschaft und wie vor allem in der jetzigen politischen Situation die Chancen stehen, die Industrie ökologisch umzubauen angesichts dieser Diskussion. So, wir hatten, wie gesagt, drei Gäste erwartet heute Abend. Zwei sind dankenswerterweise hier. Wir fangen erstmal mit den beiden an. Ich glaube, das wird auch eine sehr spannende Diskussion. Wir schauen, ob Herr Fricke noch kommt. Wir haben nichts von ihm gehört. Links von mir sitzt Dr. Karl Lichblau. Karl Lichblau ist vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, hat vorher einige Jahre beim Bundesverband der Deutschen Industrie gearbeitet und ist jetzt, wie gesagt, seit 1993 beim IW in Köln im Arbeitsbereich Wettbewerbs- und Strukturpolitik. Da korrigiert er mich schon. Sagen Sie ruhig. Hier vorne drauf drücken. Nee, machen Sie einfach her. Herr Lichblau korrigiert das später. Okay. Auf jeden Fall sind Sie seit 1998 Geschäftsführer von IW Consult. Das ist hoffentlich richtig. Prima, genau. IW Consult ist eine Tochtergesellschaft des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, hat sich auf Forschungs- und Beratungsprojekte spezialisiert. Und eins dieser Forschungsprojekte kriegen wir, denke ich, heute Abend genauer vorgestellt, nämlich eine Studie, die Herr Lichblau kürzlich mit Kollegen vorgelegt hat zur Industriepolitik in Europa. Und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse der Studie. Und rechts von mir sitzt Rainer Bütikofer, den muss ich den meisten von Ihnen wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Deshalb nur ganz kurz ein paar Daten aus seiner Vita. Seit 1984 Mitglied bei den Grünen, nach 1998 unter anderem politischer Bundesgeschäftsführer, Mitglied des Parteirates und einige Jahre auch Bundesvorsitzender der Grünen und seit 2009 jetzt Mitglied im Europaparlament. Dort Sprecher der Europagruppe der Deutschen Grünen und seit 2012 auch Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei. Und am wichtigsten, denke ich, für heute Abend, er ist Mitglied des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und einer derjenigen, der für seine Fraktion die Debatten führt um die Zukunft der Industrie in Europa. Herzlich willkommen Ihnen beiden. So, wir haben uns das jetzt so vorgestellt, dass wir erstmal eine Weile hier vorne diskutieren. Dabei sollen unsere Gäste erst einmal die Gelegenheit haben, etwas ausführlicher ihre Perspektive auf das heutige Thema darzustellen. Und dann kommen wir hoffentlich relativ bald in eine sehr abwechslungsreiche und hoffentlich auch kontroverse Diskussion. Und dann sollen Sie mehrfach die Gelegenheit haben, mit Ihrer Expertise und Ihren Fragen einzugreifen in die Diskussion. Fangen wir mal ganz vorne an. Herr Lichblau, ich habe es schon erwähnt, Sie haben gerade mit Ihren Kollegen am Institut der Deutschen Wirtschaft eine Studie vorgelegt, die diesen Anstoß der Europäischen Kommission für eine Renaissance der Industrie aufnimmt und bewertet.
Bevor wir uns jetzt so die einzelnen Empfehlungen anschauen, erstmal ganz allgemein die Frage, was es auf sich hat mit dieser Diskussion, ob es tatsächlich die Notwendigkeit für eine Rückkehr oder eine deutliche Veränderung der Industriepolitik in Europa gibt und wie diese Veränderung aussehen müsste. Also, es gibt weltweit ein paar halt Trends. Ein Trend heißt Deindustrialisierung, der Anteil der Branche verarbeitendes Gewerbe an der weltweiten Wertschöpfung ist rückläufig. Dass nur ganz wenige Länder können sich diesem Trend entziehen. Deutschland gehört derzeit da dazu, aber auch die Tschechische Republik, Korea oder halt Thailand. Diese Deindustrialisierung passiert aber auf einem Wachstumspfad. Die weltweite Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe wächst. Es gibt nur gigantische Verschiebungen der Marktanteile weg von den Industrieländern hin zu den Schwellenländern in den letzten 20 Jahren fast 20 Prozentpunkte und das fast ausschließlich nach China. Also wir werden sehen, dass wir in Zukunft einen Konkurrenzkampf Europa, USA, Korea und China sehen werden. So, jetzt haben wir seit 30, 40 halt Jahren gerade in Europa tendenziell rückläufige Industrieanteile. Und trotzdem sagen wir, Industrie ist wichtig. Und das mit gutem Recht basierend auf eigentlich drei halt Fakten. Wir kennen aus der empirischen Forschung drei Erfolgsfaktoren. Innovationen, Forschung und Entwicklung und Internationalisierung. Und diese drei Faktoren sind in der Industrie stärker ausgeprägt als in allen anderen halt Branchen. 15% der Wertschöpfung in der Industrie, aber 75% der F&E Ausgaben, zwei Drittel der Innovationsaufwendungen über 60 oder halt rund 60% der Exporte. Diese Erfolgsfaktoren sind wichtig für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Über die Industrie können wir an den Wachstumsmärkten in Asien partizipieren. Und das haben mittlerweile sehr, sehr viele gemerkt und das läuft in der europäischen Diskussion unter dem Stichwort Industry Matters. Der zweite wesentliche Punkt, und das ist ein entscheidender, ist die Wertschöpfungskette. Wir müssen immer mehr in Wertschöpfungsketten und in Wertschöpfungsnetzwerken denken und die Industrie ist die Drehscheibe, der Organisator von Netzwerken. Es gibt eine enge Zusammenarbeit, ein Verbund, ich kann Ihnen dazu auch nachher Zahlen sagen, zwischen Industrie und Dienstleistung. Diese beiden Dinge sind gar nicht mehr richtig auseinander zu halten. Aber ohne die Industrie als Absatzmarkt gäbe es viele Dienstleister nicht und das muss man verstehen, diese Drehscheibenfunktion. So, und der dritte entscheidende Punkt, warum Industrie wichtig ist, ist die Carrier-Funktion der Industrie. Es sind sehr viele Wertschöpfungsanteilen von KMUs in Industrie Produkten integriert, es sind sehr viele Dienstleistungen in Industrie
Produkten integriert und die Industrie trägt diese Produkte in die auf die Weltmärkte und sagt so indirekt für die Globalisierung Internationalisierung kleiner Unternehmen und vor allem von Dienstleistungen. Eine Zahl zum Abschluss. Die Hälfte der Exporte von Dienstleistungen in der EU läuft integriert in Dienstleistungsprodukten. Also die Erfolgsfaktoren, die Drehscheibenfunktion und diese Carrier-Funktion sind drei Argumente, warum man Industrie braucht. Und das ist, glaube ich, in sehr vielen Ländern klar geworden. Und das ist, glaube ich, auch der Grund für die Renaissance von Industrie und von einem gesteigerten Interesse der Wirtschaftspolitik an der Industrie. So viel vorab. Ich werde gleich nochmal nachfragen zu den konkreten industriepolitischen Perspektiven darauf. Ja. Erstmal an Sie, Herr Bütikofer, die Frage, Sie machen sich ja auch stark für eine Rückkehr der Industrie nach Europa und auch der Industriepolitik. Und das Ganze ist verbunden damit, dass Sie das auch als einen Schlüssel für die ökologische Transformation der Wirtschaft sehen. Reden wir jetzt da sozusagen von der gleichen Wirtschaftspolitik, Industriepolitik wie bisher und an einigen Stellschrauben drehen, damit es nachhaltiger wird? Oder haben wir sowas wie einen Paradigmenwechsel hier aus Ihrer Sicht und worin würde der bestehen? Danke erstmal für die Einladung und die Gelegenheit zum Gespräch hier. Aus meiner Sicht ist dieser neue Fokus auf Industrie etwas ganz Widersprüchliches. Ich glaube, dass sich da sehr unterschiedliche Beweggründe und unterschiedliche Absichten treffen und überlagern. Und wenn man analysieren will, welches Spielfeld das insgesamt darstellt und wie die Chancen sind, auch für eine Nutzung dieser Diskussion, für eine ökologische Transformationsperspektive, dann muss man sich, glaube ich, erstmal diese Elemente genauer angucken. Ein Element ist schon genannt worden. In der Krise hat tatsächlich die Erfahrung gezeigt, dass die Länder in Europa ein Stück weit stabiler durch die Krise gekommen sind, in denen die Industrie einen relativ hohen Anteil hat. Das gilt nicht ohne Ausnahme, weil auch diese rein quantitative Betrachtung für die jeweilige Stärke der Industrien in den einzelnen Mitgliedsländern nur wenig aussagt. Wir haben vielleicht 5 oder 6 EU-Mitgliedsländer, in denen der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung noch über 20% liegt. Dabei ist Deutschland, aber dabei ist auch zum Beispiel Rumänien. Und was die dort für eine Industrie haben, das ist eher etwas sozusagen fürs Industriemuseum jedenfalls nicht unbedingt eine sehr moderne Industrie. Das ist das eine Motiv. Ein zweites Motiv, das ich sehe, kommt ganz anderswoher. In den letzten Jahren haben sich die Gewichte weltweit, die geostrategisch so verschoben, dass die europäische Industrie sich nicht mehr so sicher im Sattel fühlen darf und auch kann, wie sie das früher getan hat. Also das kann man zum Beispiel an der Rohstoffdebatte der letzten Jahre sehr schön zeigen. Ganz früher mal gab es in Deutschland große Konzerne, die waren dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die deutsche Industrie Zugang zu Rohstoffen hat. Die hat man längst irgendwie nicht mehr, weil es für ausgemacht galt, dass die deutsche Industrie immer stark genug sein würde, sich weltweit zu hinreichend günstigen Preisen Zugang zu diesen Rohstoffen auf den internationalen Märkten zu verschaffen. Tatsache ist aber, dass das keineswegs mehr unumschränkt gilt.
und das hat man in verschiedenen Konflikten gesehen, ganz besonders ins Licht der Öffentlichkeit getreten ist es beim Konflikt um diese so berühmt-berüchtigten seltenen Erden. Plötzlich stellt man fest, hoppla, was ist denn das? Das ist auch ein Motiv für Industriepolitik. Das, früher hätte man zum Beispiel, wenn über Industrieländer geredet worden ist, natürlich selbstverständlich angenommen, damit meinen wir Europa, die Amis, Kanada, Australien, Japan, fertig. Heute muss man, wenn man über Industrieländer redet, eine ganze Menge weitere Länder mitdenken. Nicht nur China, auch andere Schwellenländer und da hinten ist eine weitere Garde, die kommt, Indonesien und so weiter. Das heißt, da verschieben sich die Gewichte und die relative Rolle Europas relativ wird schwächer. Die kann absolut immer noch zunehmen, aber relativ im internationalen Vergleich wird sie schwächer. Und die Frage ist, wie wirkt sich dann aus, dass eine ganze Reihe von anderen Akteuren durchaus aktive Industriepolitik machen. Also die Entwicklung ihrer Industrie im Verbund zwischen Staat und Wirtschaft und Wissenschaft strategisch steuern. Die Japaner, die Koreaner, Chinesen, die Amis auch, nur dass die das anders nennen. Aber faktisch findet das in ganz vielen Räumen statt. Und das war ein zweites Motiv. Muss da nicht Europa sich auch gemeinsame Gedanken machen um eine Industriepolitik, wenn man in solchen neuen Wettbewerbsverhältnissen steht? Ein drittes Motiv, das dazu kommt, ist nochmal ein ganz anderes. Das habe ich heute Morgen nochmal erlebt. Ich war heute Morgen beim Stahltag des Handelsblattes in Düsseldorf und hatte da die fröhliche Gelegenheit, grüne Perspektiven, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, an den Mann zu bringen, jedenfalls mal anzubieten. Und da hat sich ein Motiv artikuliert, das ich benennen würde, Industriepolitik als Chiffre, hinter der sich ein Rollback gegen Klima- und Energiepolitik organisiert. Also da gibt es eine ganze Reihe von mächtigen Lobbyorganisationen, Business Europe zum Beispiel, das ist so der Dachverband der europäischen BDIs. Da hat man manchmal den Eindruck, wenn man denen zuhört, dass der BDI links steht. Und da wird nun offen und zum Teil aggressiv Industriepolitik gefordert als Abkehr von dem ganzen Quatsch, dem Öko-Wahn, dem Öko-Quatsch von dieser ökologischen Transformation. Und meine Herangehensweise an dieses Thema war nun, die ersten zwei Motive sind real. Es spielt eine Rolle, ob in Griechenland zum Beispiel in den letzten 6 Jahren der Anteil das Niveau der Industrieproduktion um 35% gefallen ist und der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung nur noch bei 9% liegt. Das spielt eine Rolle für die Frage, ob in diesem Land eine tragfähige wirtschaftliche Entwicklung wieder zustande kommen kann. Und es spielt auch eine Rolle für die wirtschaftliche Perspektive unseres Landes oder der EU, wie die Industrie sich aufstellt und wie die Industriepolitik agiert angesichts dieser globalen Verschiebungen. Aber ich will nicht, sozusagen, das ist der strategische Gedanke, ich will nicht, dass das jetzt als antiökologische Gegenbewegung organisiert wird, sondern dass man da das anstrebt, von dem gerade der Moderator gesagt hat, dass es das schon gäbe, nämlich die Überwindung des ganz großen Antagonismus. Ich glaube, ich halte den überhaupt nicht für überwunden. Ich kann mir nur sozusagen einzelne Wege vorstellen, wie man vielleicht diese Überwindung angeht. Aber der Kern dieses Projektes, dem ich da anhänge, heißt, können wir die Orientierung auf Nachhaltigkeit mit einer Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit zusammendenken. Und die Behauptung ist, und das ist der Kern dieses politischen Angebots, die Behauptung ist, mittel- und langfristig ist die europäische Industrie überhaupt nur noch dann wettbewerbsfähig und kann sich sozusagen, was
Arbeitsplätze und so weiter betrifft, halten, wenn sie sich unter dem Nachhaltigkeitsparadigma neu organisiert. Das heißt, Industriepolitik nicht einfach als Rückkehr zu dem, was, zu dem Alten, nicht als Rückkehr zu hohen Schornsteinen mit möglichst viel Emissionen etc. etc. Nicht einfach als Verfolgung von Subventionsstrategien, um möglichst viel zu halten von dem, was am Markt noch zu finden ist, sondern als eine integrierte Strategie der Innovation, der Transformation in Richtung Low Carbon, in Richtung Energie- und Rohstoffeffizienz. Und darum geht jetzt sozusagen der politische Kampf in diesem ganzen Themenbereich, ob sich da eine sage ich mal, Innovationsallianz bilden kann, die so ein Projekt vorantreibt, oder ob die Industriepolitik mit diesem Ziel 20% an der Bruttowertschöpfung europaweit sozusagen in die andere Richtung driftet. Und das ist im Moment meines Erachtens völlig offen. Die 20% halte ich nicht für eine besonders intelligente Zielsetzung, habe ich trotzdem öffentlich wenig kritisiert, weil sie symbolisch stand für das Bekenntnis, wir nehmen Industrie wichtig. Das fand ich richtig, aber selbst wenn die Industrie wächst, aber die Dienstleistungen auch zunehmen, zum Beispiel im Bereich IT, dann sinkt prozentual der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung, obwohl man nicht unbedingt sagen kann, dass es für die Volkswirtschaft negativ ist. Und von daher glaube ich nicht, dass diese abstrakte Zahl 20% ein besonders gutes Kriterium ist, ob es der Industrie gut geht oder nicht. Da finde ich viel besser den qualitativen Gesichtspunkt, den Sie genannt hatten, Herr Lichtblau, ob man in einem Land noch Wertschöpfungsketten hat, die miteinander verflochten sind, sodass es nicht nur einzelne Produktionsinseln für einzelne Produkte gibt, sondern dass da tatsächlich auch die verschiedenen Dinge ineinander greifen. Und ich sehe gerade in dieser Erhaltung und Weiterentwicklung von Wertschöpfungsketten eine besondere Chance, auch für eine ökologische Transformation, weil man zum Beispiel so eine ökologische Transformation anknüpfen kann an industriellen Symbiosen verschiedener Sektoren und dadurch sozusagen zeigen kann, dass diese Transformation sich auch ökonomisch rechnen kann. Ja, wie gesagt, dieser Antagonismus, das wird ja auch bei uns im Haus noch heiß diskutiert, ob der jetzt überwunden ist oder nicht. Wir kommen da gleich zu, das soll das Hauptthema des Abends sein. Ich würde aber ganz erst einmal über den generellen Interesse, das generelle Interesse an Industriepolitik sprechen. Herr Lichtblau, Sie haben deutlich ausgeführt, was die Interessen an Industrie sind. Mir ist nicht ganz klar geworden, oder Sie haben es wahrscheinlich noch gar nicht richtig angesprochen, sozusagen, was industriepolitisch denn verändern muss. Okay. Wenn ich Ihre Studie lese, dann sehe ich da vor allem einen Fokus auf die nationale Ebene, auf Wettbewerbsfähigkeit, auf Rahmenbedingungen. Gibt es auch auf der europäischen Ebene auch sowas wie eine Notwendigkeit zu verstehen. Um hier ein Gespräch, also ich werde Ihre Frage ganz, ganz klar und auch so präzise als möglich beantworten, aber um ein Gespräch hier am Tisch in Gang zu kriegen, lassen Sie mich ganz kurz auf Herrn Bütikofer halt antworten. Ihren ersten Punkt, den sehe ich auch. Man muss klar unterscheiden, ob ich 35% Industrie in Rumänien habe oder 10% in Frankreich. Aber ich sagte ja halt auch, Industrie ist bei uns eigentlich eine Positivauswahl von Unternehmen, die besonders innovationsstark, besonders international und halt besonders innovativ ist und hinzu kommt, die Fähigkeit halt hat zur Produktdifferenzierung, zum halt Upgrading, also sehr wettbewerbsfähige Produkte macht, die auch nachgefragt halt werden. Also eine reine Anteilsdiskussion sollten wir wirklich nicht führen. Ihr Punkt
halt zwei, die ihr Gewicht haben sich weltweit verschoben. Ja, und das ist auch mittlerweile eine sehr politische Frage, ob wir in eine G2 oder in eine G3-Welt gehen werden. Und das G3 wird nicht Deutschland sein, das G3 wird, wenn überhaupt, Europa sein. Und da ist Europa in der Tat ein bisschen ein schlafender Riese, weil er im Gegensatz zu den Chinesen oder den Amerikanern doch sehr mit sehr vielen Stimmen auftritt. So, das waren die beiden Punkte, wo wir Konsens haben. In dem dritten Punkt glaube ich weniger. Ich habe diese Studie für Business Europe gemacht und ich hatte nicht den Eindruck, dass diese Organisation links vom BDI halt steht. Das sind rechts vom BDI, das halt auch nicht. Das sind ganz vernünftige Leute, die Interesse der Industrie im Auge haben und wo es um das Kernthema globale Wettbewerbsfähigkeit geht. Und ein Problem ist, und das spiegelt sich genau in diesem Business Europe wieder. Wir haben eine tiefe Spaltung zwischen den südlichen Mitgliedstaaten und den nördlichen, speziell Deutschland, was diese Wettbewerbsfähigkeit angeht. Diese ganzen Probleme der Marktanteilsverluste, des Bedeutungsverlustes ist eigentlich ein Problem von 5 oder 6 Ländern in Europa, und die suchen eben nach Wegen für eine globale Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube auch nicht, dass sich die Industrie ihre klimapolitischen Verantwortung entzieht. Niemand stellt die vereinbarten Reduzierungsziele in Frage. Die Frage ist... Doch. Zum Beispiel der CEO von ArcelorMittal hat zwei Wochen ist es her, in der Financial Times einen Artikel geschrieben, in dem er ausdrücklich gefordert hat, dass auch die Emissionsminderungsziele aufgegeben werden. Und genau diese Position ist bei dem Business Europe Day in Brüssel, den Business Europe organisiert hat, so von Frau Mazzigaglia, der Präsidentin, aufgegriffen worden. Wir waren beide bei dieser Veranstaltung, haben beide diese Broschüre gelesen, und da steht ausdrücklich drin, dass man sich zu diesen 20% Ziel bekennt, und das gilt noch viel mehr für die deutsche Industrie. Ich glaube nicht, dass man die Industrie in die Ecke schieben kann, dass sie sich dieser Verantwortung entzieht. Und ob jetzt grüne Produkte, energiesparende, materialsparende Produkte, die halt Zukunft sind oder halt nicht, das wird sich halt zeigen, das wird sich herausstellen. Ich glaube, dass es da einen Markt halt gibt und dass da auch halt sehr viele Unternehmen unterwegs sind. So, jetzt zu Ihrer Frage, Industriepolitik in Europa. Ich glaube, dass wir in Europa einen riesigen Vorteil haben. Und das sind funktionierende Netzwerke. Und zwar funktionierende Produktionsnetzwerke, Wertschöpfungsketten über Grenzen hinweg. Zwei Drittel des Vorleistungshandels der Industrie sind in Europa, in den anderen Teilen der Welt ist das ganz anders. Und diese Netzwerkvorteile, diese bestehenden Netzwerke muss man halt nutzen und,
und ausbauen. Und da kommt eine Beobachtung hinzu, die auch ein Kernergebnis unserer Studie ist. Wir sind bei den Wissensnetzwerken, bei der Zusammenarbeit, bei Forschung und Entwicklung, bei Innovationen noch lange nicht so weit wie bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Produktion bei den Produktionsnetzwerken. Und unsere Hauptempfehlung war, neben den bekannten Rahmenbedingungen, setzt hier halt an, schafft Anreize, schafft Instrumente für eine stärkere Zusammenarbeit der Unternehmen und der Institute in dem Bereich der Wissensgenerierung. So kann man die Stärke der Europäer, die noch intakten Wertschöpfungsketten noch stärker halt nutzen und ausbauen. Aber diese Anreize schaffen die nationalen Regierungen, wenn ich das richtig verstehe. Und wie schaffen die diese Anreize? Da hat auch die EU eine halt Aufgabe. Es geht darum, europaweite Informationsplattformen zu erschaffen. Es geht halt darum, die Zusammenarbeit zu halt fördern. Da kann man auch halt Geld in die Hand nehmen, aber das konkrete Doing, das ist dann wirklich die Aufgabe der Mitgliedstaaten. Die Aufgabe der EU liegen in den Bereichen Energie, Klima, in der Außenwirtschaft, offene Märkte, Wettbewerb und grenzüberschreitende Infrastrukturen, einschließlich digitaler Infrastruktur. Sie wollten direkt was dazu sagen und ich glaube, ich habe bei Ihnen ja auch gelesen, dass Sie eher unzufrieden sind damit, was jüngst auf europäischer Ebene passiert ist hinsichtlich Industrieförderung. Zunächst mal muss man erst festhalten, die EU hat keine originäre industriepolitische Kompetenz, sondern das bleibt nach wie vor nationales Geschäft und die EU soll das unterstützen. Das heißt, von vornherein schafft das eine Schwierigkeit für die Brüsseler Ebene, egal ob Kommission oder auch Parlament. Und ich war mit dieser Diskussion letztes Jahr mal bei der Wirtschaftsministerkonferenz und habe meine Überlegung da vorgetragen. Da waren vielleicht von den anwesenden Wirtschaftsministerien anderthalb, die der Meinung waren, das wäre wirklich gut, wenn die EU da irgendwas versucht zu koordinieren. Ich war bei einem Treffen in Brüssel, das die Kommission organisiert hat, mit den Generaldirektoren der Industrieabteilungen, der Wirtschaftsministerien aller 28 Mitgliedsländer. Und da haben ausgerechnet die Deutschen am wenigsten zu sagen gehabt, nach dem Motto, lass die mal reden, wir machen. Und deswegen glaube ich, so recht Sie haben, Herr Lichtblau, dass es da durchaus ein paar Instrumente gibt, die Europäische Kommission oder die europäische Handlungsebene da in Ansatz bringen kann. Im Moment gibt es keineswegs einen politischen Konsens, dass das zutrifft, was Sie im Vorbeigehen gesagt haben, dass wenn Europa sozusagen weiterhin auf internationaler Bühne industriepolitisch mitspielen will, dass es gemeinsam spielen muss. Sondern da ist sozusagen dieser Vorrang der nationalen Brille meines Erachtens noch extrem stark. Auch in den auswärtigen Beziehungen. Ja, Deutschland macht seine Rohstoffpartnerschaften bilateral. Polen macht jetzt zum Teil mit denselben Ländern eigene Rohstoffpartnerschaften und die Franzosen nochmal andere und der Kommissar Tajani nochmal dritte. Also da wird selbst das auf der Hand liegende nicht unbedingt koordiniert.
Und so gut es ist, dass die Kommission zum Beispiel sagt, wir wollen für verschiedene Regionen Plattformen bilden, auf denen diese Regionen ihre industriepolitische Erfahrung austauschen können, zum Beispiel mit Förderstrukturen für kleine und mittlere Unternehmen im Forschungsbereich. Da gibt es ja in Baden-Württemberg zum Beispiel, finde ich, ein super System, das sogenannte Steinbeis-System, was gerade die Förderung der Forschung und Entwicklung für Mittelständler vorbildlich organisiert. Und sowas auszutauschen mit Erfahrung von anderen Regionen kann Sinn machen. Kommission will das machen. Der Rat, der also sich mit diesen industriepolitischen Sachen befasst hat, hat extra da sozusagen Widerstand dagegen geleistet und will nicht, das geht euch nichts an, das machen wir. Deswegen ist eine wichtige Sache in dieser Diskussion, die man zur Kenntnis nehmen muss, sagen, so plausibel das wäre, dass man tatsächlich bestimmte Dinge auf europäischer Ebene gemeinsam angeht, so wenig hat das bis jetzt Konjunktur. Und ich halte das für gefährlich, weil da zum Teil außer Blick gerät, dass andere Regionen überhaupt nicht warten, bis sich die Europäer jetzt eingekriegt haben. Zum Beispiel sind wir ja gerade auch Grüne gerne sehr stolz drauf, dass Industrie in Europa Technologieführerschaften hat im Bereich von Energieeffizienztechnologien zum Beispiel oder erneuerbaren Technologien. Und wenn man insgesamt einen Strich drunter zieht, ist es auch nach wie vor so, dass Europa und Japan die zwei Großregionen sind, die da vorne liegen weltweit. Aber wenn man sich die letzten 5 Jahre anguckt, stellt man fest, Europa verliert an Vorsprung. Und bei Patenten zum Beispiel in diesem Bereich werden wir in dieser Zeit überholt von Japan, USA und China gleichzeitig. Bei Investitionssummen auch. Das heißt, der europäische Stolz oder die europäische Einbildung auf Vorsprünge in solchen, gerade für eine ökologische Perspektive, wichtigen Wirtschaftsbereichen gerät mehr und mehr ins Wackeln, weil dem nicht die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen entsprechen. Und das, was im Moment gerade energiepolitisch gemacht wird in Brüssel, wo man also nicht nur darauf verzichten möchte, seitens der Kommission ein erneuerbares Ziel sich vorzunehmen, sondern auch noch darauf verzichten möchte, ein Energieeffizienzziel sich vorzunehmen, das führt meines Erachtens gerade dahin, dass die Rahmenbedingungen nicht verbessert werden, um da vorne dran zu bleiben in dieser Transformationsanstrengung, sondern dass die Rahmenbedingungen sich verschlechtern. Und insofern ist bei allem sozusagen Bekenntnis zur Bedeutung der Industriepolitik meines Erachtens überhaupt nicht klar, ob da mehr rauskommt als ein warmes Gerede, das dann irgendwann halt mal feststellen muss, es ist nichts geworden. Und deswegen glaube ich, da ist ein relativ kleines Zeitfenster, wo man versuchen kann, da ein paar Rahmenbedingungen zu schaffen, dass vielleicht diese industriepolitische Chance zur Verknüpfung von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit tatsächlich ausgemünzt wird in konkretes Handeln und nicht einfach nur in der Wolkenregion von allgemeinen Bekenntnissen bleibt. Bleiben wir mal ganz kurz beim vorletzten Punkt von Herrn Bütikofer, vor der Frage von Technologie und Innovation. Das sind ja genau die Bereiche, in denen die Kommission sozusagen über die üblichen wettbewerbspolitischen Maßnahmen heraus Maßnahmen oder Initiativen vorschlägt. Ist das ein ganz neuer Ansatz? Ist das was weggeht vom bisherigen, ich nenne es jetzt mal, wettbewerbspolitischen Konsens? Und führt das in die richtige Richtung? Oder ist das nicht so bedeutend, wie Herr Bütikofer ja auch andeutet? Also in der Innovationspolitik sind die Mitgliedstaaten in der Führungsrolle und der Verantwortung. Es gibt verschiedene Innovationssysteme in den verschiedenen Ländern. Die EU macht da nur noch so etwas
begleitend hinzu. Ich bin mir auch gar nicht sicher, dass man da einen größeren Anstoß, einen größeren Einfluss der EU-Ebene braucht, mit Ausnahme der Themen, die ich nannte, die Bildung dieser Netzwerke, aber die EU, die hat sich auf die Probleme oder die sollte sich auf die Probleme konzentrieren, die auf diese Ebene gehören. Das ist Energie und Klima, das ist Außenwirtschaft, das ist Wettbewerb und das ist Infrastruktur als die Kernteile. Und was wichtig ist, was vielleicht für mich der wichtigste Punkt dieses Papiers von Tajani ist, er versucht der Industrie wieder eine Stimme in der Kommission zu geben und versucht die Interessen der Industrie auch gegen die anderen Ressorts stärker in Stellung zu bringen. Und ich glaube, das ist schon ein Wert an sich, weil viele Länder, Frankreich, UK und so halt weiter, gar kein großes Interesse an diesen Industriethemen mehr halt haben bei Industrieanteilen von halt um die 10%, auch nicht verwunderlich. Bevor wir jetzt zu diesem Spannungsfeld mit Klima- und Energiepolitik kommen, würde ich gerne von Ihnen wissen, ob es bis zu dieser Stelle schon Fragen oder auch Kommentare, Anregungen gibt. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass wir einen Livestream haben. Das heißt, Ihre Stimme wird auf jeden Fall übertragen werden. Wenn Sie sich nicht rumdrehen, sind Sie nicht zu sehen. Ich habe ganz vergessen, unsere beiden Referenten darauf hinzuweisen, dass wir hier von einem Livestream-Internet begleitet werden. Bitte schön, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen. Ich glaube, wir haben ein Mikrofon in der Mitte, ne? Das müsste hoffentlich an sein. Hallo, mein Name ist Detlef Franz, ich bin nur interessierter Bürger. Ich habe die Überschrift nicht richtig verstanden, deswegen eine Verständnisfrage. Reindustrialisierung und grüne Industriepolitik. Was wollen Sie eigentlich machen? Wollen Sie die gestorbenen Industrien zurückholen? Stahlherstellung und so IT-Geräte gibt es ja auch nur noch von Samsung und so weiter. Ist es das? Oder wollen Sie damit unsere noch großen Industrien dazu bringen, dass ihre auswärtigen Bewegungen wieder rückwärts kommen? Also VW, die seit über 25 Jahren schon in China ihre Autos bauen, oder Linde, oder, na, ich brauche das nicht alles aufzählen, Sie kennen das alles aus den Zeitungen. Was meinen Sie eigentlich mit Reindustrialisierung und mit grüner Industriepolitik? Dass Sie eine Industrie meinen, die natürlich schadstoffgering ist, also das leuchtet mir schon ein. Aber welche Industrien meinen Sie? Dankeschön. Weitere Fragen, Kommentare? Das war natürlich jetzt eine Frage, die sehr schön schon viel von dem zweiten Teil wegnimmt. Da vorne bitte. Mein Name ist Maximilian Hoffmann vom German Accelerator Programm. Wir versorgen die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft mit Innovation, mit internationaler Innovation, vorrangig Start-ups. Da habe ich eigentlich eine Frage an den Herrn Bütikofer. Also Sie haben ja selbst ausgeführt, dass wir uns in den letzten 5 Jahren, ich beziehe mich jetzt auf die deutsche Industrie, dass wir ein bisschen verloren haben. Ein gutes Beispiel ist beispielsweise die Firma Nest, die von Google gekauft worden ist, hat ja ein sehr aktuelles grünes Thema, nämlich Energieeinsparung im Haushalt. Warum kommt auch seitens der Europäischen Kommission nicht mehr Initiative in diese Richtung? Wenn ich mir Programme beispielsweise in Israel anschaue, amerikanische Programme, was die Chinesen auflegen, weshalb sind wir da nicht in der Lage dazu, da was zu verbessern? Wir nehmen eine dritte Wortmeldung hinzu, da vorne rechts, genau. Gerhard Brandl ist mein Name. Industriepolitik hat viel mit Energiekosten zu tun. In Brasilien wurde ein großer Windenergiepark ausgeschrieben, über 200 Megawatt nach den Energiekosten.
wurde angeboten, Energie mit 3,3 Cent pro Kilowattstunde umgerechnet. In USA wird Windenergie angeboten mit ca. 3,2 Cent pro Kilowattstunde. Zu denselben Kosten kann man mit schwimmenden Windrädern, die zugleich die Wellenenergie benutzen, Energie erzeugen. Und zwar wegen der Größe des Meeres kann man damit den gesamten Bedarf decken. Man kann diese Energie auch mit einem Gleichstromkabel mit vernünftigen Kosten zum Land bringen. Damit hat die erneuerbare Energie die Kostenführerschaft gegenüber der fossilen Energie und gegenüber der Atomenergie sowieso erreicht. Beispielsweise Energie aus Erdöl kostet derzeit genau 6 Cent pro Kilowattstunde und Energie aus neuen Kohlenkraftwerken auch 6 Cent pro Kilowattstunde, aus neuen Gaskraftwerken und aus neuen Atomkraftwerken wesentlich mehr. Und die Kostenführerschaft führt unaufhaltsam dazu, dass diese erneuerbare Energie mit diesen Technologie die Hauptenergiequelle wird, und zwar nicht in einem Zeitraum von 50 Jahren, sondern in einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren. Ja. Okay, danke schön. Herr Bütikofer, vielleicht fangen Sie an, einmal die ganz große Frage des Abends zu Reindustrialisierung und grüner Industriepolitik, aber vor allem auch die Frage, die ganz direkt an Sie gerichtet worden ist. Reindustrialisierung ist, wenn man es genau nimmt, ein bisschen den Mund zu voll genommen, würde ich sagen. In Deutschland kann man von einer Deindustrialisierung nicht wirklich reden, die nun zurückgedreht werden müsste. In anderen Ländern würde ich das schon sagen. Griechenland, die Zahlen habe ich Ihnen vorhin genannt, dass da sozusagen neu eine industrielle Basis geschaffen werden sollte. Der Meinung bin ich schon. Aber ein bisschen ist dieses Wort Reindustrialisierung auch mehr so eine Kommunikationsstrategie gewesen, um sozusagen diesem Vorwurf der Deindustrialisierung was entgegenzusetzen und zu sagen, sozusagen die Willensrichtung geht dahin, Industrie ernst zu nehmen. Der zweite Teil der Frage, was für eine Industrie sollte da belebt werden oder industrialisiert werden. Da was gestorben ist, kann man schwer zum Leben wieder erwecken. Aber in den USA zum Beispiel sieht man, dass es durchaus auch Umstände geben kann, in denen das Verlagern von Arbeitsplätzen weg in Billiglohnländer revidiert werden kann. Und das hat es ja auch von deutschen Firmen innerhalb Europas gegeben, die mal mit großem Trara in andere Länder gezogen sind und dann zurückkamen, weil sie feststellten, allein die Lohnkosten machen doch nicht glücklich. Die Industrie lebt nicht nur von den Lohnkosten allein. Aber die Industrie, die ich meine, wenn ich von einer grünen Industriepolitik rede, das sind nicht nur einzelne Sektoren, sondern das ist die ganze Breite der Palette. Und wenn ich von einer grünen Industrie rede, dann meine ich nicht, einige Sektoren sind grün und andere sind irgendwie braun oder abzulehnen oder alt und dann alt. Es geht da nicht um eine schlichte Dichotomie, sondern es geht um eine Transformationsbewegung. Meines Erachtens, also die Mineralölwirtschaft wird wahrscheinlich nie wirklich grün und die Atomindustrie wird ganz sicher nicht grün. Aber die Automobilindustrie oder der Maschinenbau oder die Chemie und sozusagen alle wesentlichen Pfeiler der deutschen Ökonomie können wesentliche Schritte in Richtung einer Transformation gehen, die meines Erachtens im Wesentlichen durch drei Faktoren bestimmt wäre. Erstens eine andere Energiebasis, also erneuerbare Energien als Energiebasis. Zweitens Energieeffizienz und drittens Rohstoffeffizienz. Also um es mal zugespitzt zu sagen, ein Stahlunternehmen, das sozusagen das Optimum an Energie- und Rohstoffeffizienz ausschöpfen würde,
würde ich nicht anstehen, grün als grün zu bezeichnen. Ja? Stahl kann auch grün sein, wenn er sozusagen, gerade auch weil das mit Blick auf eine Recyclingstrategie ja ein sehr interessantes Material ist. Ja? Es gibt ein großes deutsches Unternehmen, das im Kupferbereich weltweit bei den Großen mitspielt, Aurubis. Die gelten traditionell, ja gut, das ist alte Industrie. Jetzt hat das Unternehmen sich vorgenommen, bis 2020 wollen sie eine Closed-Loop-Economy für ihr Kupfer hinkriegen. Das heißt, erstmal analysieren, wie sind eigentlich die Kupferkreisläufe, also die physischen Kupferkreisläufe, woher kommt das Kupfer und wohin geht es und wie können wir das Effenwelt zurückholen und wie können wir viel stärker auf eine Recycling-Permanenz setzen und wie können wir das ökonomisch so organisieren, dass wir davon leben können. Das finde ich eine extrem grüne Perspektive, die ich ganz spannend finde. Und die Böll-Stiftung hat eine Studie publiziert, über Greening the Chemical Industry, wo darüber diskutiert wird, wie man zum Beispiel mit einer Ersetzung der Mineralölbasis stofflich durch erneuerbare Energien der chemischen Industrie eine ganz andere Perspektive geben kann. Deswegen die Antwort heißt, Greening Industry geht nicht nur auf einzelne Sektoren, ist nicht eine sektorale Politik, sondern ist eine Transformationsanstrengung, die sich an alle richtet. Und warum kommt nicht mehr in die Richtung von der Kommission? Also, um mal ein bisschen gegen den Strich zu bürsten, ich finde, von der Kommission ist mehr gekommen, als man zur Kenntnis genommen hat viel von dem, was von der Kommission gekommen ist und auch vom Parlament unterstützt worden ist, umgesetzt und akzeptiert worden wäre und umgesetzt worden wäre auf der Länderebene, wären wir ein ganzes Stück weiter. Also dieser Anstoß, der 2012 kam von Tajani und von den Kommissaren in Richtung Industriepolitik, den fand ich bei allen Kritiken im Einzelnen ziemlich interessant, weil er zum Beispiel nicht die klassische Herangehensweise, sozusagen versäulte Herangehensweise, da wird Stahlindustrie extra definiert und dann werden andere Sektoren und extra behandelt, sondern eine horizontale Herangehensweise und auch sozusagen bestimmte Instrumente vorgeschlagen, wie man jenseits jetzt von der Usurpation einer europäischen Zentralkompetenz durch besseres Ineinandergreifen der nationalstaatlichen Akteure nach vorne kommen kann. Also die Kommission hat da eine Reihe von Initiativen ergriffen, das Parlament auch. Blockiert wird es zum größeren Teil von den Mitgliedsländern und zwar aus verschiedenen Gründen. Einer klang an, manche Mitgliedsländer sehen gar nicht die Priorität von industriepolitischen Themen. Da passiert es mir dann auch manchmal, dass dann gesagt wird, das ist jetzt ein deutsches Thema, ihr und euer Mittelstand. Und aber zum Teil ist es dann eben auch so, dass das Prinzip gilt. Das ist mir jedenfalls hier im Wirtschaftsministerium mehrfach passiert, dass da nach der Regel agiert wird, not invented here. Ja, und deswegen machen wir das schon gar nicht. Das kommt ja aus Brüssel. Und da ist ein mentaler Sprung notwendig, dass begriffen wird, dass sozusagen eine rein nationale Addition nicht mehr funktionieren wird. Herr Lichtblau, ich würde gerne vor allem die Frage nach dem Verhältnis von Reindustrialisierung und grüner Industrie an Sie weitergeben. Also welchen Stellenwert sollte denn aus Ihrer Sicht das Ziel einer Ökologisierung der Industrie haben, gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt, wo man wieder über mehr Industriepolitik spricht? Aber nochmal zu der ersten Frage, die gestellt wurde. Ja, was genau ist für Hamish Reindustrialisierung das? Das habe ich schon in meinem Eingang gesagt. Die Industrie hat positiv Merkmale, Innovation, Forschung,
Regionalisierung und wenn ich zu wenig Industrie habe, wie in Frankreich oder in Portugal, dann habe ich auch zu wenig von diesen Erfolgsfaktoren und ich bin international nicht wettbewerbsfähig. Aber ich reduziere, wie Herr Bütikofen auch, Industrie nie auf das verarbeitende Gewerbe. Ich sage, es gibt heute einen Industriedienstleistungsverbund, hybride Geschäftsmodelle. In Deutschland kommt auf einen Euro Wertschöpfung in der Industrie 50 Cent Wertschöpfung, die durch Vorleistungsaustausch zwischen Industrie und Dienstleistern entsteht. Wir haben dadurch einen Industrieanteil nicht von 22%, sondern von 32% in Deutschland. Und diese Industriedienstleistungsverbund wird immer wichtiger. Wir haben in Europa nicht einen Industrieanteil von 15%, sondern von 24%. Und diese Drehscheibenfunktion, diese Wertschöpfungsketten muss man sehen. Was ist für mich grüne Industriepolitik? Erstens, es gibt Rahmenbedingungen, es gibt Auflagen zum Umwelt- und Klimaschutz. Daran hat sich die Industrie zu halten und unter im Dach muss sie operieren und das tut sie halt auch und muss sich immer wieder streiten, ist da die Rahmenbedingungen richtig gesetzt. Und halt zweitens sehe ich eine Tendenz, dass sich diese Produkte, diese Prozesse im Markt und im Wettbewerb automatisch durchsetzen. Wir sehen steigende Materialeffizienzen, wir sehen Fortschritte bei der Energieeffizienz, die Unternehmen haben daran Interesse, weil es Kosten sind. Wir sehen aber auch, dass der größte Teil der deutschen Unternehmen in der Energiewende, wie sie zurzeit betrieben wird, was ja mittlerweile auch ein Herzstück grüner Industriepolitik ist, eher eine Belastung als eine Chance sind. Aber es gibt diese halt Märkte, die wachsen halt weltweit und eine wettbewerbsfähige Industrie wird diese Marktchancen ergreifen. Ein wenig haben Sie sich aber doch herumgedrückt um die Frage, ob das auch ein strategisches Ziel sein sollte, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo man darüber spricht. Nein. Eine ganz klare Antwort. Die Gesellschaft muss ein Ziel vorgeben. Die Industrie akzeptiert die Klimaziele, die Reduktionen und unter diesem Dach müssen sie halt wirtschaften und nicht mehr und nicht halt weniger. Aber ich würde, ich wäre nicht dafür, jetzt bestimmte energiesparenden oder grünen Produkte zu fördern, zu promoten mit Ausnahme vom Forschungs Bereich, wo das ja unstrittig und richtig geschieht. Das sehen Sie vermutlich anders, Herr Bütikofer. Mich würde aber vor allem interessieren, wie Sie gerade die jüngsten Entwicklungen sehen in der Hinsicht. Also wenn man sich anschaut, die in Entscheidungen der Europäischen oder die Vorgaben der Kommission hinsichtlich Schiefergas, also hinsichtlich eines festen Ziels für erneuerbare Energien in den 2020-Zielen etc. Wie ist denn die ja eigentlich optimistische Blick auf die Möglichkeit für grüne Industrie dadurch vielleicht eingetrübt worden?
Es wäre schön, wenn so wäre, wie Herr Lichtblau sagt, dass die Industrie gesellschaftlich legitimierte Vorgaben akzeptiert. Das nehme ich Ihnen vielleicht ab, Herr Lichtblau, aber das, was ich heute Morgen gehört habe bei einem Stahltag in Düsseldorf, war eben anders. Da hat ein Vertreter der Firma Exxon unter großem Beifall erklärt, das Wichtigste, was jetzt für die Industrie in Deutschland gemacht werden muss, ist endlich diese verdammte Energiewende beenden. Jetzt mal langsam. Ich glaube, da gibt es zwei Stränge von Diskussion. Die eine Frage ist, die Klimaziele, die Industrie, ich glaube, so halt ist es akzeptiert und auch international durchsetzen möchte. Und diese zweite Frage, brauchen wir Ausnahmen für Unternehmen, für halt Branchen, die besonders Energie und intensiv sind und in internationalen Wettbewerb stehen und von daher Entlastungen. Herr Braun, das sind zwei verschiedene Fragen. Um die zweite Frage müssen wir uns gar nicht streiten, weil dass man für energieintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerbsdruck stehen, Ausnahmen macht, das ist eine Erfindung eines Umweltministers, der Jürgen Trittin hieß. Ja, das haben wir mal so eingeführt, als wir das ganze System eingeführt haben. Und das ist übrigens damals auch von der Europäischen Kommission akzeptiert worden. Und was nicht akzeptiert worden ist und weswegen wir jetzt Zorres haben mit Brüssel über diese ganzen Ausnahmen, ist nicht die Idee an und für sich, so wie Sie es gerade gesagt haben, Energieintensität und Wettbewerbsintensität, sondern liegt daran, dass 2012 das von der Vorgängerregierung jetzt so pervers reformiert worden ist, dass jetzt alle möglichen Leute in den Genuss dieser Vergünstigung kommen, nach dem Prinzip gleiche Subvention für alle. Inzwischen kriegt sogar das Bistum Erfurt Ausnahmen vom EEG, weil es energieintensiv ist. Ich weiß nicht, in welchem internationalen Wettbewerb die stehen. Ja? Und die Straßenbahn in Freiburg im Breisgau kriegt diese Ausnahmen und irgendwelche Golfplätze und so weiter. Das ist die Diskussion, ja, okay. Aber dass man bei dieser Politik auf die energieintensiven Unternehmen achtet, das ist gar kein Streit. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ja, aber diese Frage liegt doch jetzt wieder auf dem Tisch bei der Frage der Rückführung oder des Wegnehmens der EEG-Umlagen für energieintensive Unternehmen. Wir sind doch mitten in dieser Frage und wir streiten doch da. Ja, wenn man es halt übertreibt, ja, Sie haben es vielleicht in der Zeitung gelesen, das Volumen dieser Ausnahmen beläuft sich inzwischen auf 5 Milliarden Euro. Ja? Und wenn man das zurückführen würde auf das Verhältnis, was mal ursprünglich vorgesehen worden war, dann wären das vielleicht 1,5, maximal 2 Milliarden weniger. Und es gibt scharfe Kritik an den aktuell geltenden Regelungen, weil diese Ausnahmen, die da großzügig verteilt werden, die müssen von den Endverbrauchern und die müssen vom Mittelstand bezahlt werden. Und deswegen ist das jetzt in die Kritik geraten. Das System hat man überstrapaziert und deswegen muss es jetzt korrigiert werden. Dass da der Kommissar in Brüssel, der Herr Almunia aus Spanien, jetzt am liebsten vielleicht das ganz kaputt schlagen möchte, das ist ein anderes Thema, da ziehen wir wahrscheinlich eher an einem gemeinsamen Strang in die gleiche Richtung, aber ich glaube, dass das nicht der Streit ist, an dem wir uns lange aufhalten sollten, sondern was mir wirklich zu denken gibt, ist, dass im Moment in Europa, wenn ich es recht sehe, zwei industriepolitische Perspektiven an diesem Knackpunkt, wie ökonomische Logik und ökologische Ziele zusammenkommen,
gedacht werden, zwei Perspektiven sich entwickeln, die sehr stark auseinandertreiben. Das eine ist eine Strategie, die wirklich versucht, sozusagen Öko-Innovation als Basis für eine wirtschaftliche Dynamik konkret auszugestalten. Da bin ich sehr dafür zu haben. Ich glaube, dass das den notwendigen Veränderungen, gerade mit Blick auf die Klimaziele, sehr zugutekommen kann. Und die andere Strategie ist aber eine, die Ökologie als Zumutung zurückweist und Klimapolitik unter dem Gesichtspunkt behandelt, wenn halt der Stahl nicht genug Erträge hat, dann muss halt die Ökologie mal zurückstehen. Und dann lässt man sich nicht beeinflussen von nüchternen Zahlen. Ja, umso schlimmer für die Zahlen, wenn sie in mein Kalkül nicht passen. Ja, da gibt es zum Beispiel Untersuchungen, die die EU-Kommission gemacht hat, über den Unterschied im Preis von russischem Stahl und europäischem Stahl, also jetzt EU-europäischem Stahl. Je nachdem, was das ist, sind es 170 bis 240 Euro Differenz pro Tonne. Und jetzt gibt es sogenannte regulatorische Kosten, also Kosten, die die EU-Stahlindustrie hat, die sich ergeben daraus, dass man seine Umweltgesetze halten muss, die liegen in der Größenordnung von 13,37 Euro pro Tonne. Also 170 bis 240 und da 13,37. Jetzt kommen tatsächlich Leute auf die Idee, dass man jetzt sozusagen diese Regulierung platt machen muss, weil das angeblich der europäischen Wettbewerbsfähigkeit nützt. Diese meines Erachtens schwer nachzuvollziehende, um es höflich zu sagen, sozusagen Dumpingstrategie, ja, die führt meines Erachtens direkt in die Sackgasse. Das schafft nicht künftige Wettbewerbsfähigkeit, das subventioniert am Heck der Volkswirtschaft so lange, bis das Subventionsgeld ausgegangen ist, subventioniert mit Lohndrückerei, mit Steuerdumping und mit Ökodumping, statt am Bug sozusagen auf Innovation und Transformation zu setzen. Und den Streit möchte ich gerne im Rahmen dieser Industriepolitik austragen. Herr Lichtblau, weniger als Anwalt der Industrie und mehr als Beobachter der Politik in Brüssel und in Europa. Sehen Sie denn diesen Konflikt ähnlich, wie Herr Bütikofer gerade beschrieben hat? Wenn ich mir zum Beispiel das Papier der Europäischen Kommission zur Renaissance der Industrie durchlese, steht da schon drin, dass zum Beispiel Energie nicht teurer gemacht werden darf mit dem Blick auf Klimaschutz, wenn es in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit schadet. Also ist diese Industriepolitik, geht die auch ein bisschen dahin in die Richtung, das zu sozusagen wieder zurückzunehmen bis zum gewissen Punkt, wenn die Wettbewerbsfähigkeit in Frage gestellt ist, oder sehen Sie den Konflikt so nicht? Ich sehe diesen Konflikt, und den muss man auch halt führen. Energiekosten sind ein Wettbewerbsfaktor, besonders in Deutschland. Das EEG hat das nochmal teurer gemacht. Es gibt riesige Unterschiede in den Energiekosten, gerade Europa und die USA, da ist bei verschiedenen Energieerträgen der Faktor 2 oder der Faktor 4, das ist relevant für Investitionsentscheidungen, und den Punkt muss man einfach halt machen. Wir haben nichts davon, wenn wir globale internationale Wettbewerbsfähigkeit verspielen. Und wir sprachen vorher mehrmals einvernehmlich über die Bedeutung von Wertschöpfungsketten, und dazu gehören eben auch diese Industrien, die wir also einfach halt brauchen in diese halt Kette. Ich würde gerne kurz nachfragen, mal positiv gewendet, weil Energie und Ressourceneffizienz ja durchaus auch ein kosten- und ökonomischer Faktor sein soll. Wessen Aufgabe sollte es denn sein, sozusagen an diesen Schrauben zu drehen? Ist es eine reine Industrieaufgabe, oder gibt es da durchaus eine Aufgabe, nochmal, die ja auch in diese Richtung zielt? Nochmal, es muss niemand bestreitet, dass die Politik und die Gesellschaft da einen Rahmen setzt. Nur man muss klar sein, dass man den mit Augenmaß setzt. Wenn man das überzieht, gefährdet man Wettbewerbs-
Fähigkeit, und das ist nach meiner Meinung ein Problem. Und in Deutschland haben wir eben mit dem EEG, weil es falsch finanziert ist, weil es auch Fehlanreize halt hat, eben überzogen und so einige Branchen, einige Unternehmen können das eben nicht mehr ertragen. Da würde ich gerne den ehemaligen amerikanischen Senator Patrick Moynihan zitieren, der mal gesagt hat, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten. Und meines Erachtens ist das, was Sie jetzt zuletzt gemacht haben, einfach nur die Kolportage von Stereotypen, die mit der ökonomischen Realität nur sehr begrenzt was zu tun haben. Was Sie zum Beispiel völlig ausklammern, ist, dass unter anderem als Wirkung der erneuerbaren Energien die Großhandelspreise für Strom in den letzten 5 Jahren deutlich gesunken sind. Jetzt kann man sagen, die sind in anderen europäischen Ländern auch gesunken. Stimmt. Aber sie sind in Deutschland viel stärker gesunken, unter anderem wegen der erneuerbaren Energien. Und da kann man doch sich nicht hinstellen und das große Lamento der teuren Energiekosten singen, wenn die Fakten ausweisen, dass die Industrie und gerade die energieintensive Industrie davon enorm profitiert. Und dann wird gesagt, die Klimapolitik kosten unerträglich, hat der Lakshmi Mittal geschrieben in seinem Stück in der FT. Die Fakten sind, dass 2012 die europäische Stahlindustrie nicht einen Euro Klimakosten zu zahlen hatte, weil die bei den CO2-Zertifikaten so stark überausgestattet worden sind, dass es ihnen mehr gebracht hat, dass sie mehr Gewinne gemacht haben mit diesen Zertifikaten, als sie irgendwelche regulatorischen Kosten hatten, hat die Kommission konkret vorgerechnet. Und ich finde, das ist schon Teil dieses falschen Weges meines Erachtens, dass da erstens die Verengung der industriepolitischen Debatte auf Energiekostenfragen stattfindet und alles andere irgendwie in den Hintergrund gerät. Die europäische Stahlindustrie, um bei der zu bleiben, ist nicht in der Krise wegen Energiekosten, sondern ist in der Krise, weil ihr die Märkte weggebrochen sind. Das sind ganz andere Faktoren. Und die könnte sich vielleicht mal überlegen, dass sie mit einer Förderung einer Politik zur Energiewende europaweit zusätzliche Märkte finden würde, weil die Infrastrukturinvestitionen, die Investitionen in den Ausbau von Gebäudeeffizienz, die Investitionen in erneuerbare Energieerzeugungsanlagen, das sind potenziell wenigstens auch Märkte. 3 Megawatt Windrad ist so viel Stahl wie 500 Autos. Also da gäbe es eigentlich die Möglichkeit, ganz anders drüber zu reden, aber da wird sozusagen eine Konfrontation inszeniert, in der auch die historische Erfahrung völlig verschwindet. Gucken Sie mal an, wie das war mit den Energiepreisen in Japan in den 70er und 80er Jahren. Die höchsten in der Welt. Und das Ergebnis war nicht, dass Japan den Bach runterging, sondern dass Japan angetrieben durch diese hohen Energiepreise investiert hat wie die Teufel in Energieeffizienz und dadurch dann sozusagen die Grundlage gelegt haben für eine sehr starke internationale Wettbewerbsfähigkeit. Und ich war jetzt jahrelang immer auf der Hannover Messe und wenn ich mit den Unternehmen dort rede, dann sagen die mir ganz konkret, ja, für uns im Maschinenbau war bis jetzt der Energiepreis nicht wichtig. Aber jetzt, wenn es ein bisschen teurer wird, jetzt haben wir uns mal hingesetzt und haben festgestellt, da gibt es folgende Maßnahmen, mit denen wir unsere Energiekosten um 7% senken können, etc. Ich finde, es ist erbärmlich zum Teil in der öffentlichen Diskussion, dass sozusagen jede einzelne Scheinblüte dieses Schiefergas-Booms sozusagen als
neues Evangelium begrüßt wird, aber das, womit wir reale Erfahrungen haben, nämlich die Energieeffizienzpolitik, wird einfach sozusagen stiefmütterlich behandelt. Ich finde, es ist noch schlimmer, dass die Kommission, habe ich schon gesagt, dass die Kommission gar kein Energieeffizienzziel haben will. Ich finde, das ist eine ganz entscheidende Weichenstellung. Und natürlich im Einzelfall, wenn das Unternehmen gedrückt wird, dann macht es sich schon Gedanken. Aber was die Industrie auf der anderen Seite immer von der Politik einfordert, ist langfristige Lenkungsimpulse. Klar zu sagen, wo die Richtung hingeht. Und deswegen muss man halt mehr machen, als der Industrie anheimstellen, jeweils auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren, sondern man muss ihr langfristig sagen, dass es in diese Richtung geht. Was heißt das denn, ich würde gerne kurz nachfragen, für langfristige Perspektiven für eine ökologische Industriepolitik? Wird man diesen Konflikt immer wieder haben zwischen ökologischer Regulierung und Wettbewerbsfähigkeit als Totschlagargument? Oder gibt es eben auch Formen, und da würde ich gerne wissen, was denn Ihre genaueren Vorstellungen sind dafür, dass man diesem Konflikt auch entgehen kann und nicht mal wieder sich damit sozusagen mit diesem Konflikt auseinandersetzen muss? Also es gibt ganz konkrete Beispiele, wie man es positiv machen kann. Also zum Beispiel da gibt es einen großen Reichtum an Erfahrungen. Man kann zum Beispiel das machen, das stark fördern, was die Briten fördern. Die nennen das Industrial Symbiosis. Und die Strategie heißt, was in einer Industrie die Exkremente sind, sind für die andere Industrie die sekundären Rohstoffe. Und wenn man das sozusagen systematisch oder diesem Value Chain Gesichtspunkt systematisch in Blick nimmt, kann man da enorm was fördern. Oder könnte zum Beispiel die Einrichtung, die in der EU jetzt seit 2010 geübt wird, dass jedes Jahr die Europäische Kommission den Mitgliedsländern Ratschläge gibt, was sie wirtschaftspolitisch besser machen sollen. Das nennt sich unverständlicherweise das europäische Semester. Ja. Aber das ist, was eigentlich stattfindet. Da kriegen die alle EZES und Hinweise und Ratschläge, die sie nicht wollen, was sie wirtschaftspolitisch besser machen können. Da könnte man auch zum Beispiel das Thema Rohstoffeffizienz mit aufgreifen. Ich habe gerade eine Studie machen lassen, wo ein Brüsseler Forschungsinstitut sich mal angeguckt hat, was in diesem europäischen Semester jemals in Sachen Rohstoffeffizienz und in anderen grundlegenden Fragen gemacht worden ist. So gut wie nichts. Obwohl man zum Beispiel für die deutsche Wirtschaft Zahlen hat, hier von einem Berliner Institut, das dem Wirtschaftsministerium nachgeordnet ist, Deutsche Materialeffizienzagentur, die sagen, mit dem vorhandenen Stand der Technik könnte die deutsche Wirtschaft, wenn das jetzt, das ist ja ein Gedankenexperiment, wenn das jetzt in der industriellen Praxis angewendet würde, mit dem vorhandenen Stand der Technik im Jahr 100 Milliarden Rohstoffkosten sparen durch höhere Effizienz. Das sind doch alles interessante ökonomische Perspektiven. Warum wird so ein Instrument wie das europäische Semester nicht genutzt? Wir haben Zahlen von der Kommission auch, die uns vorrechnen, wenn wir jetzt nicht nur ein CO2-Ziel haben, sondern wenn wir auch ein Effizienzziel haben, dann ist die Zahl der Arbeitsplätze, die wir damit schaffen können, in Europa bis 2020 doppelt so hoch. Und zugleich können wir die Abhängigkeit von Drittländern, was Energieimporte betrifft, so stark senken, dass wir 180 Milliarden bis 2030 und 550 Milliarden im Jahr bis 2050 senken können. Das sind doch alles ökonomische Perspektiven. Und da, finde ich, müsste man eigentlich vorhandene Sachen besser aufgreifen. Das klingt alles sehr positiv. Da würde ich als Industrie sagen, Dankeschön. Gibt uns diese Zahlen, das machen wir. Ja. Warum machen wir es nicht? Okay, also ich will jetzt keine Debatte da führen um die Strombörse. Aber Sie wissen auch, dass die Großhandelspreise nicht die Preise sind, die man dann bezahlt. Da kommen Steuern und oben halt drauf und die Summe, die zu
zahlen ist, einschließlich EEG-Umlage, die ist gestiegen. Da, also das ist einfach so. Und ich bin auch der Letzte, der behauptet, dass jetzt an der Energie die Welt halt hängt, dass das das einzig Entscheidende ist. Die deutsche und die europäische Industrie, Teile davon sind halt stark, weil sie innovativ sind, weil sie gute Produkte halt haben, und das ist der Kern der Geschichte. Ich bin auch nicht pessimistisch, was die Zukunft der Industrie in Deutschland und in Europa angeht. Ich habe nur gesagt, dass man auf alle Teile der Wertschöpfungskette achten muss. Und die Ausführungen zu dem europäischen Semester sind völlig halt richtig. Ich bedauere sehr, dass der Wettbewerbsfähigkeitstest, der mal in dem Tajani-Papier drin war, wieder herausgenommen wurde. Auch die Ausführungen zu der Material- und Energieeffizienz sind halt richtig. Wir haben letztes Jahr eine Studie für das BMWi gemacht zur Energieeffizienz mit dem Ergebnis, die Zeiten der Quick Wins sind vorbei. Das hat man gemacht. Jetzt wird es halt schwieriger. Und für die KMUs stellen sich halt zwei Probleme. Denen ist die Amortisierungsdauer zu lange. Deshalb machen sie es nicht. Da kann man halt helfen mit sinnvollen Unterstützung und Förderung. Und der zweite Punkt ist, viele tun es nicht, weil sie um ihre laufende Betriebsgenehmigung fürchten. Wenn sie jetzt wieder einen völlig neuen Prozess einführen, heißt das, dass sie neue Genehmigungen brauchen. Und das sagen die, das Risiko gehen sie nicht halt ein. Also da gibt's sehr viel Sand im Getriebe, wo man ansetzen kann. Das Thema Energie- und Materialeffizienz ist ein ganz wichtiges Thema, aber vielleicht noch wichtiger im Wohnungsbau als in der Industrie, also im Gebäudesektor. Herr Lichter hat mir das Stichwort gegeben für die letzte Frage, die ich noch an Sie hatte, Herr Bütikofer. Ihnen liegt das Thema der KMU, der kleineren und mittleren Unternehmen, ja auch sehr am Herzen. Wenn Sie da sich anschauen, was zum Thema Reindustrialisierung passiert, geht das in die richtige Richtung oder gibt es da Dinge, die wesentlich falsch oder anders falsch gemacht werden oder anders gemacht werden müssten, fragen wir es so. Ein Punkt, den Herr Lichtbar angesprochen hat, ist mir auch über den Weg gelaufen, dass die Unternehmen bestimmte Investitionen, die an und für sich sehr sinnvoll wären, nicht tätigen, weil sie Angst haben, dass es zu lange dauert, bis das Geld zurückfließt. Da sind im Moment die Investitionszeiträume, die man sich noch zutraut, sind so bei 2, 2,5 Jahre. Dann muss der Return on Investment da sein. Und das muss ja jetzt schon eine relativ hervorragende, sozusagen, Effizienzinvestition sein, nicht? Weil das heißt, die muss pro Jahr 50% einspielen. Das werden sie nicht zu oft haben. Und eigentlich ist die Erfahrung so im Energiebereich, dass es eher so Zeiträume von 6, 7 Jahren realistisch sind. Ja? Und wie man jetzt schaffen kann, dass solche Fristen dann nicht abschrecken, da können in der Tat, glaube ich, die Länder
helfen. Das Land Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat sich da dran gemacht, da konkrete Hilfestellungen für KMUs zu leisten. Zweites großes Problem, das für KMUs auftritt, ist überhaupt Zugang zu Finanzierung Unterfangen. Das ist vielleicht in Deutschland nicht so das ganz große Problem, aber gerade in den südlichen Ländern ist es ein dramatisch großes Problem. Da kommen die auf dem Bankwege kaum noch an Kredite ran. Nun ist aber die europäische Wirtschaft sehr stark von Bankfinanzierung abhängig, ganz anders als die amerikanische. Es ist gerade umgekehrt. Bei uns ist 80-20, bei denen ist 20-80. Und wenn dann die Banken nicht mehr Kredite aushändigen, wird es schwierig. Da gibt es auch Instrumente, das haben wir auch, da gibt es auch konkrete Vorschläge in meinem Bericht. Gibt es auch konkrete Beispiele, zum Beispiel die Stuttgarter Mittelstandsbörse ist ein vernünftiges Experiment gewesen, das er jetzt anderswo auch Nachahmer findet. Dann gibt es bestimmte Finanzierungsinstrumente, die von Geschäftsbanken auch gemacht werden, dass Geschäftsbanken Emissionen tätigen, Structured Covered Bonds, die dann zum Teil von Infrastrukturbanken wie jetzt der EIB oder sowas aufgekauft werden, dafür, dass sich dann die Geschäftsbanken verpflichtet, stärker in Mittelstandsfinanzierung zu gehen mit dem Geld, das sie da am Markt holen. Also gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Punkten, aber da ist insgesamt meines Erachtens diese nationale Beengung der Perspektive sehr hinderlich, weil in Deutschland, wo es einen Haufen Kapital gibt, ist das Problem nicht so groß, und in Spanien sind dann die Finanzierungskosten extrem hoch für einen Mittelständler. Das ist das zweite Problem. Das dritte Problem, was ich sehe, ist, dass das wird bei dieser reinen Kostendebatte auch sehr stark vergessen, dass auch ganz wesentliche Weichen gestellt werden müssen auf der Ebene von Qualifikationen. Es ist nun mal eine Erfahrungstatsache, dass nicht jedes System der Ausbildung von Industrie, Arbeitnehmerschaft gleich erfolgreich ist. So die dualen Systeme, die in Deutschland, Schweiz, Holland, Dänemark, Österreich praktiziert werden, sind erfolgreicher als andere, und das wäre auch ein Element der Politik. Auch das duale Studium ist zum Beispiel ein Element, was in diese Richtung geht. Das sind Elemente der Politik, die man meines Erachtens vorantreiben muss. Und das vierte und letzte, was ich nennen würde, ist ein Stichwort, das heißt Wettbewerbspolitik. Wenn wir natürlich zulassen, jetzt ganz konkret wieder im Rahmen der Energiewende in Deutschland, dass da eine Reoligopolisierung der Energieerzeugung herbeigeführt wird, indem über bestimmte Finanzierungsmechanismen, dieses Auktionierungskonzept, eine ganze Reihe von ökonomischen Akteuren faktisch aus dem Markt vertrieben werden, dann ist das für die Mittelständler, die da bis jetzt ihr Geschäft hatten, beziehungsweise für die energieverbrauchenden Mittelständler, eher eine schlechte Nachricht. Und das heißt, das sind eine ganze Reihe von Baustellen, an denen man sehr konkret sagen kann, was dem Mittelstand guttun würde. Der Bericht von Herrn Butt, den Herr Bütikofer erwähnt hat, der liegt übrigens draußen aus, um nochmals für Sie zu mitnehmen. Herr Lichtbauer wollte noch was zu den KMU sagen. Ich würde vorschlagen, dass wir Ihre Fragen vielleicht noch direkt dazu nehmen und direkt in eine Abschlussrunde rein, wenn das okay ist für Sie. Können wir auch machen. Okay. Wir sind nämlich schon über die Zeit hinaus, habe ich gerade gesehen. Wenn es von Ihrer Seite noch Fragen oder Kommentare dazu gibt, das war jetzt durchaus ein wenig kontroverser, dieser Teil zur Energiepolitik. Keine mehr, dann würde ich sagen... Doch, hier ist noch eine. Okay.
Ich habe eine Frage an den sehr geehrten Herrn Bütikofer-Hofer. Ich möchte gerne mal wissen, wie hoch der Stahlverbrauch in der Bundesrepublik ist. Und ob man nicht auch den Stahlverbrauch etwas drosseln kann durch den Ersatz von Kunststoffen. Denn Kunststoffe sind ja auch haltbarer. Die Chemieindustrie macht ja da auch Innovation in Sachen von Materialien. Man sollte da mal die Chemieindustrie dazu bitten, neue Materialien herauszubringen und zu forschen. Sure. Okay. Vielen Dank. Um Stahl zu ergänzen. Sure. Mhm. Dankeschön. Dann zuerst, wie gesagt, Herr Lichtblau und dann Herr Bütikofer noch mal zu der Frage am Schluss. Ich kann Ihnen aber mit einem Halbsatz dazu was sagen. Ich bin in einem Forschungsbeirat bei einem Projekt Carbon in Beton und Ersatz für Stahl. An dieser Frage wird geforscht und man verspricht sich davon viel. Aber Herr Bütikofen wird dazu auch noch was sagen. Aber nochmal zwei, drei Sätze zu den KMUs. Herr Bütikofer hat völlig recht, der Zugang zu den Kapitalmärkten ist ein essentielles Problem in sehr vielen Mitgliedstaaten. Wir dürfen nicht vergessen, dass in den meisten Ländern die Folge dieser 2008er Krise noch nicht überwunden ist. Es gibt nur ein Land und das ist Deutschland, wo die Zahl der Arbeitslosen niedriger liegt als 2008 heute. Und hier bei der Finanzierung hat die EU wirklich eine Brückenfunktion und eine Aufgabe. Das wird sich aber langfristig nur lösen lassen, wenn die Finanzmärkte wieder Vertrauen in diese Länder gefasst haben. Die zweite Anmerkung zu den KMUs. Man sagt immer zu Recht, das ist das Rückgrat der Wirtschaft, 99,9% der Firmen. Aber diese Unternehmen, ich meine jetzt die unter 50 Millionen Euro Umsatz, nicht die Mittelständler mit Milliarden Umsätzen, die also wir oft vorhalt Augen haben als Familienunternehmen. Diese Kleinen haben Probleme bei den Themen Innovationen, Forschung, Internationalisierung. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Stichprobe ein kleines Unternehmen mit diesen Eigenschaften zu finden, und das sind Erfolgsfaktoren, ist viermal niedriger als in der Gruppe der großen Unternehmen. Und das ist ein wirkliches Problem, um das man sich kümmern muss in der Mittelstandspolitik. Vielen Dank, Herr Bütikofer. Sie haben dann sozusagen das Schlusswort jetzt. Nur zwei kurze Bemerkungen zum Schluss. Also was den Stahl betrifft, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, dann haben wir ungefähr 8 Tonnen Stahl pro Kopf Bevölkerung in Deutschland. Das ist so das europäische Niveau. Zweitens bin ich nicht überzeugt, dass wenn man eine Lebenszyklusanalyse macht, dass Kunststoffe immer besser sind als Stahl. Ja, weil im Prinzip tritt bei Kunststoffen sehr oft ein sogenanntes Downcycling ein, dass man die dann also immer schlechter zu hochwertigen Produkten noch verarbeiten kann, während Stahl sehr lange sozusagen recycelbar ist. Deswegen weiß ich gar nicht, wie im Einzelnen da die Bilanz liegt zwischen Kunststoffen und Stahl zum Beispiel. Das war die eine Bemerkung. Die zweite Bemerkung zu dieser Internationalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen. Da würde ich auch ein bisschen vor mancher Euphorie warnen. Also es gibt zum Beispiel
ein KMU, also ein Zentrum für kleine und mittlere Unternehmen in Peking, das die Europäische Union finanziert. Jetzt würde ich sagen, ich würde eigentlich den meisten Mittelständlern eher abraten, sich damit Unterstützung dieser EU-Bürokratie auf den chinesischen Markt zu begeben. Und ich bin nicht sicher, ob diese Internationalisierungsstrategie, die immer gut klingt, ob die so besonders clever ist. Viel gescheiter wäre es meines Erachtens, dass man erstmal in der EU sozusagen über die Grenzen geht und sich darauf fokussiert. Und es ist nur ein sehr kleiner Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, die überhaupt in mehr als einem Mitgliedsland Geschäft machen. Und ich glaube, darauf könnten wir uns eigentlich erstmal konzentrieren. Finde ich richtig. Dann möchte ich mich bei Ihnen beiden bedanken. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es jenseits der polemischen Diskussion um die Energiewende eine Menge zu tun gibt und eine Menge möglich ist im Blick auf eine grüne Industrie. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihr Kommen. Bleiben Sie uns treu. Am 21. März gibt es nochmal eine Abschlussveranstaltung zu jenseits der Krise. Da packen wir Eis immer auf den Tisch und dann gibt es hoffentlich am Ende ein kleines Feuerwerk zum Abschluss. Und dann sehen wir Sie hoffentlich alle wieder. Vielen Dank. Und unten oder hier draußen gibt es auf jeden Fall noch eine Brezel und ein kleines Getränk. Also bleiben Sie ruhig noch ein bisschen da, diskutieren Sie noch weiter. Dankeschön.